Herzlich willkommen zum Mercedes-Benz Sonntagstreff. Heute mit strahlendem Sonnenschein. Sagen Sie, ist das nicht das ideale Wetter, um mit dem Cabrio zum Frühstück zu fahren? Es ist ein wunderbares Wetter. Sie sagen es. Mir macht es richtig Spaß. Frühstück ist sehr gut an einer wunderschönen Gesellschaft und mit wunderschönen Autos. Mit was für einem Auto sind Sie denn heute hier? Ich bin heute mit einem Ford Speedster aus dem Baujahr 1929 da, der 31, 32 Rennen gefahren ist, dann lange stand und ich froh bin, dass ich den endlich haben darf. Wie kam es dazu, dass Sie das Auto gekauft haben? Liebe auf den ersten Blick. Strahlender Sonnenschein und somit wahres Cabrio-Wetter lockte beim Sonntagstreff Motor Power Passion viele Oldtimer zum Mercedes-Benz nach München. Zum dritten Mal trafen sich in diesem Sommer Liebhaber von klassischen Fahrzeugen und Sportwagen bei der Niederlassung in der Arnulfstraße. Neben den klassischen Schönheiten mit Stern konnte man auch die viel geliebten Kleinwagen bewundern. Darunter auch ein Fiat Topolino Modell C aus dem Baujahr 1950. Seit wann haben Sie das Fahrzeug? Seit 2003 läuft er. Vor 20 Jahren gekauft, 10 Jahre Ersatzteile gesammelt, 5 Jahre restauriert und jetzt genießen wir. Was heißt genießen? Haben Sie eine schöne Geschichte, die Sie mit dem Fahrzeug verbinden? Wir sind mit dem Auto per Achse bis nach Apulien gefahren, 4.500 Kilometer im Stück, ohne eine Panne, nur tanken und sonst nichts. Das ist fantastisch. Während sich draußen die Oldtimer versammelten, gab es in der Niederlassung Zeit für ein nettes Gespräch bei Kaffeespezialitäten und Gebäck. Wer sich zum Treffen angemeldet hatte, war eingeladen. Ein ganz besonderer Leckerbissen für Autofans war eines der ältesten Automobile, das in München noch in Fahrt zu sehen ist. Ein französischer De Dignon-Bouton von 1908 mit einigen technischen Überraschungen. Welche Besonderheiten hat Ihr Fahrzeug? Ja, es ist ein Landaulet. Hat eine schöne Hupe dort zum Beispiel. Oder die da. Ha, ha. Ist ein Vierzylinder, aber nur 10 PS. Er hat eine Gasbeleuchtung, die Beleuchtung ist Gas. An dem Auto gibt es keine Batterie, es gibt also keinen elektrischen Strom. Außer Magnet, Zündmagnet. Und wenn man fahren möchte, muss man vorne Scheinwerfer aufmachen, anzünden. Und dann brennt das Gaslicht. Sehr hell. Das heißt, Sie können nur bei Tageslicht fahren? Ich darf nur bei ausreichendem Tageslicht fahren. Keine Unterführung. Und nicht dann auch. Standesgemäß hatte der Besitzer auch den entsprechenden Picknickkorb mit Teekanne und Silberbesteck dabei. Auch ein historisches Mercedes-Benz 190 Dieseltaxi von 1965 wurde viel bestaunt. Können Sie mir etwas zur Geschichte des Fahrzeugs sagen? Also er wurde in Hamburg erst zugelassen, wahrscheinlich als Taxi, weil er eben hier die Originalausstattung in schwarzer Lackfarbe und brauner MB-Tex, also hochrobuster Kunstlederausstattung hat. Und ist aber dann schon nach einem Dreivierteljahr in Privathand gehalten worden, sehr lange. Und sehr wenig gefahren worden und deswegen gibt es ihn wahrscheinlich noch. Wenn das ein ehemaliges Taxi ist, wen chauffieren Sie am liebsten herum? Also ich chauffiere natürlich nur meine Frau und Freunde durch die Gegend. Das dient keinen kommerziellen Zwecken mehr. Ein besonderer Augenschmaus war ein Engine mit einer Pininfarina Sonderkarosserie. Eine geöffnete Motorhaube war auch an diesem Sonntag Garant für große Aufmerksamkeit. Das war Motor Power Passion an diesem wahrlich traumhaften Sonntag. Wir sehen uns wieder am 11. September, wieder hier bei Mercedes-Benz in der Arnulfstraße und dann hoffentlich wieder bei so wunderbarem Cabrio-Wetter.